Gut, hier ein kurzes Erklärungsvideo zu dem Wörterbuch, was wir in Scheme am Anfang untersuchen wollen. Ich habe hier schon mal ein kleines Wörterbuch vorbereitet. Und zwar taucht hier ein neues Konstrukt in Scheme auf. Und zwar ist das in so zwei Sternchen geschrieben. Das ist eine Konvention in Scheme, dass wenn man eine Konstante definiert, dass man die in so kleinen Sternchen schreibt. Und die Konstante beinhaltet jetzt sozusagen diese Liste hier. Und das soll mein Lexikon sein. Man muss da mal ein bisschen genauer hingucken, denn da sind wieder diese vielen Klammern, an die man sich ja erst gewöhnen muss. Und im Prinzip habe ich hier außen eine Liste durch dieses Apostroph und Klammer auf und die wird hier hinten geschlossen. Und diese Liste besteht jetzt aber nicht so, wie ihr das aus dem ersten Video kennt, aus lauter einzelnen Elementen, also bis her kennt ihr ja solche Listen, dass ich sage Apostroph, Klammer auf, das heißt, ich kennzeichne eine Liste, wo jetzt Elemente drin sind und da steht jetzt A, C, V, B, D, das sind jetzt die Elemente. So, und die Liste, die ihr hier oben seht, besteht nicht aus einfachen Elementen, sondern im Prinzip habe ich hier innen drin nochmal eine Liste, die jeweils zwei Elemente zusammenfasst zu einem neuen Listenelement. Also das hier und das hier würde jetzt jeweils zu neuen Elementen zusammengefasst. Das heißt, von außen betrachtet, also von der äußeren Klammer aus, habe ich eine Liste, die aus zwei Elementen besteht. Und wenn ich jetzt in die Elemente reingucke, bestehen die Elemente auch wieder aus zwei Elementen. Okay, so. Was bedeutet das? Ich habe mir jetzt hier ein Lexikon geschaffen, denn jeder solcher zweielementige Eintrag beinhaltet praktisch das Wort und seine Übersetzung. Und ich kann jetzt natürlich mit diesem Lexikon rumspielen. Dass ich mir hier eine Konstante geschaffen hat, hat einfach den Vorteil, dass ich hier unten im Interpreterfenster nicht jedes Mal wieder neu alles eingeben muss. Also ich kann jetzt hier unten einfach Lex eingeben, Kurzform für Lexikon, und er hat konstant damit verknüpft diese gesamte zweielementige Liste. So, und jetzt kann ich erstmal ganz normal Scheme-Funktionen auf diese Konstante anwenden. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, gib mir das erste Element dieser Liste. Und dann gibt er mir das erste Element raus. Jetzt nicht wundern, das erste Element sind ja eigentlich zwei Elemente. Aber man guckt natürlich hier, wenn ich die Konstante angebe, von außen auf die gesamte Liste. Und von außen gesehen ist das erste Element dieser äußeren Liste halt dieses hier, Cat Katze. Dass das erste Element nun selbst auch wieder eine Liste ist. Ja, das liegt an dem Aufbau dieser Liste. Aber dadurch kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, gib mir das erste Element. Erläutere das gleich. Moment, ich schreibe mal einmal zu Ende. So, und jetzt muss man darauf achten, dass man so einen doppelten Ausdruck immer von innen, also das zuerst und dann nach außen liest. Das heißt, nimm das erste Element der Konstante Lex. Das wäre dann, hatten wir eben gesehen, Cat Katze. Und von dem, was du hier erhältst in diesem inneren Teil, da nimm jetzt auch nochmal das erste. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich von dieser inneren Liste Cat ausgehen. Gucken wir mal. Und das tut er auch. Gut, und damit solltet ihr ein bisschen rumprobieren. Das sind die Aufgaben, die ihr im Skript findet, mit diesem First und diesem Rest herauszuprobieren, wie ihr die einzelnen Elemente jetzt aus dieser Liste wieder rauskriegt. Denn das wollen wir nachher automatisieren, weil wenn wir das hier als Lexikon annehmen oder das hier als Lexikon annehmen oder als Wörterbuch, dann möchte ich hier nachher eine Funktion dazu schreiben, die mir dann automatisch, wenn ich zum Beispiel Jumps eingebe, springt ausgibt. Aber dazu kommen wir später. Erstmal ein bisschen damit rumprobieren, wie ich nun die einzelnen Elemente aus der Liste herausbekomme. Viel Erfolg!